Die kalte Jahreszeit ist wieder da. Brrr. Aber ich habe was Neues bekommen. Ich habe ein kleines Paket bekommen zum Testen und daran will ich euch teilhaben lassen. Dieses wunderschöne kleine Paket von Wiser oder Eberle, beziehungsweise Wiser ist der Markenname, hat mich vor einigen Tagen, mittlerweile Wochen erreicht. Und ich bin sehr zufrieden damit, was ich hier ausprobieren darf. Denn es sind zwei wundervolle, echt sehr, sehr schön aussehende Thermostate mit dabei für eine ganz klassische Heizung. Ja, sieht momentan erstmal noch nicht so spektakulär aus, aber ich verspreche euch, es wird noch besser. So, da drinnen haben wir natürlich wie immer die ersten Schritte und eine volle Gebrauchsanweisung. Ist jetzt nicht wirklich spannend, aber man braucht sie auch nicht. Die App steuert einen durch alles und hier kommen wir zum Herzstück. Das ist Wiser Heat. Das ist der Heat Hub und ja, den zeige ich euch gleich nochmal. Hier haben wir die Anschlüsse für, ich weiß jetzt nicht, Danfoss-Ventile oder irgendwie so heißen sie. Also es gibt ja unterschiedliche Varianten von Ventilen für Heizungen. Das ist eben für die, das will nicht rauskommen, für die etwas ältere Variante. So, kommen wir zum nächsten Teil. Was wäre ein Herzstück ohne Strom? Hier ist das Netzteil. Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig. Die Jungs haben echt gute Arbeit geleistet. Das Ding ist völlig unbeschadet bei mir angekommen und ihr seht schon, gut eingepackt. Kleiner Micro-USB-Anschluss, alles dran. Jetzt kommen wir zu dem, was ich brauche. Das sind diese Ventiladapterringe. Die werden dann nämlich einfach an die Heizung angeschraubt, da wo das ursprüngliche Ventil mal war. Ja, sieht jetzt nicht sonderlich spektakulär aus. Und was haben wir hier? Batterien. Ja, gleich zwei Sätze davon, denn in jedes Ventil kommen natürlich zwei Batterien. Ach, Wunder! Juppie, du überrascht uns. So, wir kommen zum Aufbau. Hier haben wir das Herzstück. Die Rückklappe habe ich schon abgemacht und jetzt kommt Strom ran. Also erstmal das Netzteil und das Ganze jetzt wieder zuklappen. Da hinten gibt es so eine kleine Öse, wo das Ganze durch ordentlich rausgeführt wird und ja, sieht jetzt noch ein bisschen unspektakulär aus, aber hier haben wir eine Steckdose, die nutze ich jetzt direkt. Warten, bis grün kommt. Rot, 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 grün. Na komm. Er braucht ein bisschen, um aufzuwachen. Da ist er. Gut. Weiter geht's mit der App. Neu einrichten. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier so einen kleinen Heat Hub. So, und jetzt müssen wir das Knöpfchen drücken. Knöpfchen. Ich weiß, ich war noch etwas unbeholfen am Anfang. Nein. Immer noch nicht. Ja, ich weiß. Ich habe daneben gedrückt. Asche auf mein Haupt. So, jetzt blinkt er und sie werden jetzt ihr Mobilgerät kurzzeitig mit dem Ding verbinden. Ja, genau. Jetzt muss ich da eben rein in das WLAN von GitHub. Und jetzt fragt er mich auch schon direkt in der App, was willst du denn machen? Heizkörperthermostat, Raumthermostat oder Fußbodenheizung? Ich habe keine Fußbodenheizung, also Batterien in die Thermostate rein. Wir fangen erstmal mit dem ersten an. Das wird das fürs Badezimmer werden übrigens. Und lange auf Plus und dann lernt er es ein und Gerät wird eingerichtet und es ist dran. So, kommt damit, wir gehen ins Badezimmer. Denn wir haben es eingerichtet und jetzt müssen wir es eben da anschließen. Thermostat ist schon abgeschraubt. Die Dinger gehen ja ganz einfach abzuschrauben. Einfach auf Stufe 5 hochdrehen und dann kann man das quasi schon fast mit der Hand abdrehen. So, okay. Ich habe es jetzt in dem Fall erstmal falsch gemacht. Eigentlich soll man nämlich erst das Ding aufschrauben und dann. Aber verzeiht mir meine Fehler. Das Ding hat es mir verziehen. Also von daher, man merkt, ich bin kein Handwerker. Ich bin da etwas ungeschickt am Anfang noch gewesen. Aber dran schrauben, dran schrauben, dran schrauben. Und man will es ja gut lesbar haben später mit dem Plus und Minus und so weiter. So, und jetzt, seht ihr, das ist nämlich mein Fehler gewesen. Ich habe nämlich falsch remontiert eigentlich. Aber so, es ist dran. Einmal ordentlich festschrauben. Tidum. Ja. Na komm, jetzt nochmal eineichen. Und blink, blink. Und rot, blau, ja. Jetzt kommen wir auch schon zu dem Punkt, der mich eigentlich ein wenig stört. Das Ding hat leider nur eine LED-Anzeige und keine echten LCD-Anzeigen oder gar ein OLED. Damit haben wir nämlich das Problem, wenn ich heize,
Ja, auf wie viel Grad heize ich denn? Ich muss immer in die App reingucken. Ja, hier kommt sie. Ja. Er hat sie mich immer noch nicht synchronisiert. Er weiß nicht. So. So, blink, blink, blink. In welchem Raum? Ja, wie gesagt, ich muss immer in die App reingucken, um zu wissen, wie warm ist es denn da gerade eingestellt. Mittlerweile ist es perfektioniert bei mir, aber so, ihr seht gerade, das ist das Badezimmer. Ist ein Heizkörper. Oh, nein, echt. So, da könnte ich jetzt noch theoretisch einstellen. Hilft mir nicht. Ja, ist ein bisschen überflüssig, diese Eingabe. Aber gut, okay. So, fertig. So, Heizkörper, Thermostat ist eingerichtet. Ich kann jetzt auch das nächste einrichten. Mache ich jetzt in diesem Video nicht, keine Sorge. Denn ich will euch ja jetzt nicht die Zeit rauben. Und jetzt verbinden wir das Ganze mit dem WLAN. Das habe ich einfach mal off gemacht. Denn ansonsten seht ihr, wie ich mein WLAN benenne und so weiter. Und so wunderbar hübsch ist die App theoretisch. Also, das ist nur eine Ansicht. Ihr könnt das Ganze sogar kalendarisch steuern. Ihr könnt sagen, wann soll es wie warm, wie kalt werden. Und ihr habt da alles Mögliche. Ihr habt einen Eco-Mode, ihr habt den Abwesend-Modus. Wenn ihr das Ganze per IFT noch synchronisiert, dann weiß das Gerät sogar, hey, der Juppie ist gar nicht zu Hause. Ich kann gerade die Heizung auslassen. Und all sowas steht da eben drin. Mittlerweile sind da auch einige andere Funktionen. Man kann gucken, wie viel heizt denn meine Heizung eigentlich wirklich im Verhältnis zur Außentemperatur und. Da ist einiges, was zu gucken ist. Oh, da habe ich gerade eine Donation reingekriegt. Oh, Dankeschön. Ja. Und auch da ist noch eine Donation gekommen. Wunderbar. Ja, so sieht das Ganze dann übrigens jetzt bei mir im Büro an der Wand aus. Da hängt der Heat Hub jetzt. Und dann zeige ich euch nochmal eben kurz den Rest. Da haben wir jetzt das Thermostat im Badezimmer. Hängt immer noch genauso wunderschön da wie eh und je. Oh, habe ich gut gemacht. Mann, Mann, Mann. Ja, und das hängt bei mir im Büro. Also, das heizt mir den Streamraum vor. Ja, und das war's auch schon. Jetzt kann die kalte Jahreszeit kommen. Und ich bin vorbereitet. Mein Badezimmer und mein Büro sind warm und heimelig und kuschelig und... Oh, ja, ich freue mich, dass es euch hoffentlich gefallen hat und den Link zum Wiser von Eberle, den stelle ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Macht's gut, bis bald. Ciao.